Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial für den ETS2 und auch ATS. Aufgrund mehrerer Anfragen werden wir uns heute wieder hier mit diesen Pinchio-Packer hier auseinandersetzen. Wir werden heute mal einen LKW skinnen mit diesem Programm. Und ja, hat ja beim ersten Mal hier einen Trailer geskinnt und ja, bin auch ein bisschen hier auf das Programm eingegangen. Und ja, heute werden wir ja wenn wir mal ein LKW skinnen. Okay, dann vorweg noch natürlich was in eigener Sache. Ich würde mich natürlich sehr über ein Like und ein Abo sehr freuen. Auch wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, dann unten rein damit, reinsetzen. Werde das, soweit es geht, auch dann beantworten. Und ja, ich sag mal, in diesem Sinne, abonniert einfach meinen Kanal, dann verpasst ihr so keine Videos mehr und ja. Dafür von mir an euch natürlich einen ehrlich gemeinten dicken fetten Daumen nach oben und vielen Dank im Voraus für euren weiteren Support. Okay, dann lasst uns mal loslegen. So, jetzt haben wir hier diesen Pinchop-Packer, haben den geöffnet und ich gehe dann. Ich werde natürlich auch jeden Schritt jetzt hier mit euch durchgehen. Also wird das jetzt nicht jetzt hier jetzt auf die Schnelle machen, ne? Also wie gewohnt, schön alles Schritt für Schritt wieder. Und ja, wir gehen jetzt, wie gesagt, jetzt auf Game. Dann wir machen hier einen LKW für den Euro Truck Simulator. Ihr könnt das jetzt auch für den American Truck Simulator. Vom Prinzip ist das alles gleich, was ich jetzt mache. Ne? Ist natürlich andere Kabinen etc. pp. Ist klar, ne? Und ja, ist eigentlich kein großes Ding. Im Großen und Ganzen ist dieses Programm eigentlich sehr vereinfacht dargestellt und eigentlich finde ich zumindest übersichtlicher als solches als Mod Studio 2. Ne? So viel dazu mal gesagt. Und zumal ihr könnt ihr hier noch hier Trailer-Mods, Bus-Mods und Truck-Mods könnt ihr machen und ja, das sind jetzt hier die LKWs, jetzt für den ETS2, die ihr auch so bei euch drin habt, ne, im Game. Und das sind natürlich die Trailer, die im Game sind. Und hier kommen dann die Trailer-Mods, ne, die ihr euch dann erst den Mod runterladen müsst. Ne. Also wer das jetzt hier zum ersten Mal sieht, dann bitte erst mein anderes Tutorial anschauen, hier zu diesem Paintjob-Packer. Und dann weiß der oder diejenige dann auch, wovon ich dann spreche. Ne. Also ihr müsst erstmal hier auf die Seite gehen, wenn ihr jetzt einen Trailer-Mod machen oder einen Bus-Mod oder einen Truck-Mod macht, ne, dann müsst ihr erst den entsprechenden Mod runterladen. Ne. Den dann, wenn ihr dann den euren Skin dann fertig habt, dann auch aktivieren in euren Spielen, im Euro Truck Simulator oder im ATS, im American Truck Simulator. Ne? Und ja, ist aber kein großes Ding, aber ihr müsst, wie gesagt, vorher erstmal diesen Mod runterladen, ne? Um diesen in dem Sinne jetzt dann oder jetzt im wenn er jetzt einen Truck macht, ne? LKW, dann auch dementsprechend skinnen können, ne? Damit der Skin auch dann auch sichtbar wird, ne? Auf den Mod. Ja, das sei mal so nebenbei nochmal gesagt, ne? Aber wie gesagt, dann lieber wer das erste Tutorial nicht gesehen hat. Also zu dem Pinchop-Packer, ja, gerne mal bei mir reinschauen und dann siehst du, wovon ich jetzt gesprochen habe. Das ist jetzt hier sozusagen der zweite Teil. Es geht jetzt eigentlich jetzt um den Truck oder LKW. So, wir werden uns so hier, wenn wir mal hier diesen hier machen, den MAN TGX Euro 6, haben wir dazu jetzt schon einen Ordner gemacht, so was wir jetzt so drauf machen, so ein Sticker etc. pp. Ne, damit es schneller geht, empfehle ich euch dann auch, dann habt ihr so einen schnelleren Zugriff, ne? Und braucht dann nicht überall rumzusuchen in euren Ordnern. Und ja, aber das muss ja selber jeder selber wissen, wie ihr es handhabt. Aber ich denke mal, so ist das, geht ein bisschen schneller, das Ganze. Okay, das sei dazu gesagt. So, wir machen jetzt, wie gesagt, diesen TGX Euro 6 von MAN und wir fangen jetzt hier oben an mit dem Modname. Wie gesagt, dann geben wir den natürlich ein. Wie heißt er? MAN. Können wir auch groß schreiben, kein Problem. Nehmen den so, wie der heißt. Ne? 1 zu 1. Euro 6. So. Ja, das bleibt hier so. Autor bin ich ja in diesem Falle. Ne?
So. Okay, Paintjob-Name auch wieder, nehme ich da denselben Name. Okay, so Preis, ja, könnt ihr 1 Euro nehmen. Ich nehme meine Standard 1000, ne? Und ja, ist halt so. Interner Name könnt ihr dann LKW nehmen, schreibt ihr dann klein. So, und hier könnt ihr die Kabinen nehmen. Entweder jetzt nimmt ihr jetzt nur die große Kabine, da wieder bei den anderen ja, dementsprechend kein Skin jetzt da oder keine Vorlage hier für ausspucken. Ne? Könnt ihr auch alle nehmen. Ich nehme jetzt hier nur diese lange Kabine. Ne? Das hätten wir hier soweit alles. So, dann geht er hier auf Generate ins Save. So, dann gehen wir hier Use Template instead of Empty Placeholders. So, das ist den wir brauchen. Das ist hier, wenn ihr einen Skin macht und den bei Steam hochladen wollt, ne, dann müsst ihr es hier anklicken. Hier den. Aber das ist jetzt uninteressant. Wir klicken hier an. So, und jetzt kriegt ihr jetzt einen Ordner und wo die Vorlagen drin sind. Auf Generate. So, genau. Sagt euch dat, dat, dat. So, und jetzt haben wir hier, das ist dieser Ordner, Paintjob Packer Output, halt, nennt er sich. So, den klicken wir jetzt mit Doppelklick an. So, dann gehen wir hier auch auf Doppelklick und dann gehen wir hier auf Vehicle. Auf Vehicle. Ne? Gehen dahin, klicken nochmal auf Truck, klicken nochmal auf Upgrade, klicken nochmal auf Paintjob und klicken nochmal auf. Ja, so, klicken nochmal auf MANTGX jetzt, so wie ich ihn benannt habe. So, jetzt gehen wir hier auf Kabine. Ja, das ist jetzt die Kabine, die wir das machen. Ja, und ja, wir haben die Rear Fender, wir haben die Side Curts. Die Side Curts können wir behalten und die Rear Fender können wir die Farbe definieren. Ne? Und die Side Curts könnt ihr dann alle, wenn ihr die nicht alle jetzt bearbeitet, ne, müsst ihr nicht, dann könnt ihr dann nur jetzt die Sidekürz jetzt nehmen, die dann auch bearbeitet worden sind, weil bei den anderen wird ihr dann sehen, zeige ich euch dann im Game, wenn wir dann soweit sind, wie das dann aussieht. Ne? Also sehr unbearbeitet, sage ich jetzt mal. Also, oder ihr macht alle durch und dann habt ihr das Problem als solches gelöst. Das bleibt jedem selbst überlassen. Okay, ne? Das sind die Spiegel, ne? Also Verkleidung, wenn ihr die dann auch in einer Farbe definieren wollt, ja. Das war ja soweit im Schnelldurchgang ja alles erklärt, aber ist eigentlich verständlich, ne? Ist selbsterklärend. Ne? So, nehmen wir die Kabine jetzt erstmal vor hier. So, das ist ne? Fahrerseite hier, ne? Rechts hier, Beifahrerseite hinten, das ist oben, ne? Und auch hier die Windabweiser von oben, links und rechts nennen sich die Spoiler, wie sie sich da nennen, ne? Links und rechts. Ja. Eigentlich soweit alles Taco. So, wir nehmen den mal, werden den mal in Schwarz machen. Wie gesagt, ich habe das hier schon hier soweit hier. Nein, da will ich nicht hin. Soweit vorbereitet. Das auf dem Desktop. So, dann nehmen wir den. So, und dann gehe ich hin, weil ihr nicht wie beim Module 2 habt ihr ja, könnt ihr die Farben ja immer noch definieren. Ne? Das habt ihr hier nicht. Also hier immer als erstes würde ich empfehlen, so das, was ich mache, nehmt ihr irgendeine Farbe, ne? Und das ist ja eure Lackierung als solches, ne? Also der wird ja dann schwarz. Oh, in diesem Falle jetzt, ihr könnt ihn ja in Gelb, in Grün, in Blau, in Rot, whatever nehmen, ne? Oder verschiedene Farben nehmen, könnt ihr auch machen, ne? Und ja, ansonsten, wenn ihr das nicht macht, wird er wohl dann in Weiß rauskommen. Und ja, könnt ihr dann auch machen, ne? Aber ansonsten nie vergessen, wenn ihr eine Farbe haben wollt, immer vorher definieren. So, ich kann das ja natürlich so machen, wenn ich jetzt kann ich natürlich jetzt hier nicht sehen, was ich hier mache. Man kann, das hatte ich glaube ich weiß nicht, ob ich das bei irgendeinem Tutorial schon mal gezeigt habe, aber falls nicht, mache ich das jetzt. So, man kann das hier so machen. Ich klicke das, ne? Ich klicke das kurz weg, dann könnt ihr hier das bearbeiten. Ihr könnt das auch, ne? Wenn die Farbe da ist, Doppelklick hier drauf. So, und dann geht er hier unten mit und dann macht er das ein bisschen durchsichtiger. Ne? Wenn ihr damit fertig seid, ne, geht er wieder zurück und geht auf OK. Okay, komm, wir machen das mal jetzt so. Kein Problem. So, machen das hier, die ganze Geschichte ein bisschen größer. So, was haben wir jetzt vor? So, wir machen nur jetzt
sorry, nur ein paar Skins. Es soll nur darum gehen, dass es ja ist keine große Sache. Ihr könnt ja, gerade der MAN ist ja, sage ich mal, als solches sehr dankbar. Also könnt ihr ja sehr viele Skins drauf machen. Hier könnt ihr was drauf machen, hier könnt ihr was drauf machen. Hier könnt ihr was drauf machen. Ob man es da so sieht, sei dahingestellt. Ne? Hier vorne werde ich dann auch hier was drauf machen. Können wir schon da eigentlich schon mit anfangen. Ne? Können wir hier, mache ich hier Atze auf Achse hier. Ja, warum berüchtigt hier mein Atze auf Achse so? Ne? Das ist nicht alles so hundertprozentig, sondern nur jetzt hier, das ist hier zum Zeigen, dass es auch funktioniert. Ne, Leute? Okay. So. Das ist auf weiß jetzt, weil ich ja schwarz habe. Logisch mache ich jetzt eine weiße Schrift. So, das habe ich jetzt da drauf. Ne? Dass ihr weiter nach hinten macht, irgendein Skin, na, macht nicht viel Sinn. Ne? Oder wenn ihr hier auch vorne irgendwelche Lichter dran macht, ich weiß nicht, ob man das dann, das ist jetzt nur, dass es möglich ist. Ne? Muss dann jeder, ich hätte das auch hier oben reinmachen können. Und ja, also ihr habt viele Möglichkeiten, gerade den MAN hier zu skinnen. Ne? Also gibt es sehr viele Flächen, die ihr ja bemalen könnt oder volltackern könnt mit irgendwelchen Stickern, aber okay, jeder so wie er mag. Okay, Leute, dann machen wir jetzt noch hier an der Seite hier irgendwas. Machen wir den Löwen hier, ja, das ist der MAN, also ist der Löwe hier auch angebracht, passt der dazu. Okay, machen wir hier mal hin. Der wird ja dann auch in Schwarz, also wird das hier natürlich dann, ach, ihr werdet schon sehen, wird dann als solches nicht mehr sichtbar sein. Das ist kein Problem. Wir haben nur grob rausgeschnitten jetzt, also als solches. Also falls ihr auch sowas habt und ihr macht den jetzt in Schwarz irgendwas, ein LKW oder diesen jetzt, dann habt ihr so ein Bildchen, habt das so rausgeschnitten, so grob, dann bitte sehen. Alles gut. Ja, wenn ihr jetzt eine andere Farbe habt, natürlich muss man das natürlich sauber rausschneiden. Ne? Oder mit dem Zauberstab dann und dann geht das dann. So, besser. Okay, so. Jetzt haben wir den hier soweit geskinnt, draufgelegt. So, jetzt gehen wir hier auf Verdoppeln, Ebene verdoppeln. So, da haben wir den. Drehen jetzt hier kurz um hier. So, auf die andere Seite, so dass ungefähr jetzt da, das ist ungefähr so gleich jetzt von der Größe, aber das können wir dann hier gleich anpassen, und zwar jetzt. Ja. Alles gut. So. Machen wir den brauchen wir jetzt nicht. So. Können wir den jetzt hier als Vergleich jetzt ungefähr haut so weit. Naja, so weit, so gut, sage ich jetzt mal, oder? Jo, okay, dann hätten wir die beiden Sachen. Hätten wir die Aufschrift oben. Hinten, wie gesagt, könntet ihr auch was drauf machen. Kein Ding, ne? Oder mit anderen Farben hier arbeiten. Oder hier den macht ihr bis hierhin den unteren Bereich in einer Farbe und den oberen Bereich mit einer anderen Farbe. Könnt ihr auch machen, ne? Ist ja nur grundsätzlich, dass ihr wisst, ja, wie es funktioniert, ne? So, mache ich das hier, mein Logistik auch Logo hier. Mal sehen, ob das hier oben, hier vorne reinpasst. Ja, um zu zeigen, dass es grundsätzlich geht, ne? Der wird zwar ein bisschen ja klein rüberkommen, ne? Aber ja. Aber wir versuchen es mal. Warum nicht? So, okay. So, das wäre das. So, okay. Das wäre das. So, jetzt gehen wir auf richtige Auswahl bestätigen und ja. Jetzt hätten wir das Ganze hier soweit erledigt. Jetzt gehen wir noch hier auf die Farbe hin. So,
machen die jetzt in Schwarz, ne? Also wieder, ne, zurückgehen auf OK und dann hätten wir das erstmal erledigt. So, jetzt gehen wir hier auf den Hintergrund. Häkchen rausnehmen. So, wie ihr sehen könnt. So, jetzt haben wir das hier soweit den Skin erledigt. Dann geht ihr hier, braucht nicht auf Abspeichern gehen. Hier bei, könnt ihr auf X gehen. Dann geht ihr hier auf Speichern. Dann geht ihr hier direkt Oberfläche DDS. So, dann geht ihr hier. Das überschreibt ihr dann hier, die Kabine. So. Sagt er halt auch, möchten Sie sie ersetzen? Ja, natürlich. So. Dann auf OK. Zusammenfassen, wäre dieser Drops gelutscht. So. Okay. Dann macht er die Spiegel genauso. Die mache ich dann auch in Schwarz. Die gibt es natürlich als Standard in dieses Kunststoff, aus Kunststoff in Schwarz. Ich mache die dann, dann wird der hier aus. Ne, mit Farbe, also Lack steht dann da im Game. So, gehen wir hier auf Schließen, Speichern, erledigt. So, dann die Rear Fender, ne, diese Schutzbleche hinten auch, könnt ihr auch in Schwarz machen. Also ich mache es jetzt in Schwarz, ne, also lackiert. So, Speichern. Speichern, gespeichert. So, jetzt gehe ich hier auf Sidekurz, ne? Ist das, was ich ja sagte. So, nimm die hier auf viermal. So, mach die dann auch in Schwarz. So, übertünche das jetzt hier. Die Farbe nehme ich da auch in Schwarz. In diesem Falle jetzt. Okay, so, gehe jetzt rüber. Einmal rüber. So, gehe hier bei Werkzeug auch rechteckige Auswahl. So, bestätigt, dann gehe ich hier wieder auf Doppelklick, ne, was ich vorhin sagte. Und ja, mache das hier durchsichtig. Ne. Gehe auf OK. So, und jetzt, das ist jetzt die Fahrerseite hier, in diesem Falle hier. Und oben ist die Beifahrerseite. Also, wenn er dann Skin macht, seitenverkehrt, was ich jetzt auch mache. So, das heißt jetzt, ich mache jetzt diesen hier, diesen MAN. Das MAN-Logo als solches mache ich dann hier. So drauf, ne? Ein bisschen groß vielleicht. Okay. Ja, wenn das nicht so hundertprozentig jetzt nicht so stimmt alles, Leute nicht meckern, ne? Ist nur als zum Zeigen, ne? Quasi. Nur jetzt hier ein Prototyp sozusagen. Ja. Okay, so, sagen wir es hier auf der Seite. Jetzt geht er hier auf Ebene, Ebene verdoppeln. Ne? Dann geht er hin, zack, dreht ihn dann einfach mal rum. Ne? Sonst ist er dann verkehrt rum. Wenn er den genauso macht, dann ist er auf dann hinter dem Game verkehrt. Ne? Wäre nicht so lustig. Dann könnte er es nämlich normal machen. Ne? Logisch. So, hier geht das genauso. Haut den dann hier rein. So. Alles klar, geht hier hin, auf Rechtecke bestätigen, zack, geht dann hier auf Schwarz wieder. So, dann geht er wieder hier zurück, zack, auf OK, zack, hier auf Hintergrund, Häkchen weglassen, ne? Dass er nicht mitkommt dann, wenn er es hinter dem Skin hat, dann ist das hinter dem Game, glaube ich, dann sichtbar. Also lieber wegklicken, okay. Dann gehen wir hier auf Speichern wieder, selbes Prozedere, gehen hier auf Direktoroberfläche DDS gehen dann, was haben wir jetzt gemacht? Sidekurz viermal hier, da, okay, ja, machen wir, alles gut, auf OK, auf Zusammenfassen, auch dieser Drops wäre gelutscht. So, jetzt werde ich den auch noch machen und die beiden werde ich nicht machen. Dann zeige ich euch dann im Game, ne? Wenn er dann alle macht, braucht ihr keine Bange haben. Ne? Also ihr könnt die ja generell nur schwarz machen. Ihr müsst ja kein Logo, kein Sticker, kein nix machen. Ne? Macht ihr dann nur in Schwarz oder so oder in derjenigen Farbe, die ihr dann gerade parat habt, ne? Wäre angebracht. Sonst habt ihr dann die Sideskirts dann nicht so sexy. Das zeige ich euch dann im Game dann. So. So, jetzt haben wir hier
6x2, ja, die machen wir dann auch hier. Natürlich im Black, Schwarz, so, einmal rum, einmal ran. Und so sieht ihr auch, wie das alles auch so funktioniert. Wie gesagt, auch hier wieder gehe ich so dran und mache das durchsichtig. Ich könnte natürlich, habe ich ja gesagt, das auch so machen, ne? Aber diese Variante habe ich, glaube ich, bisher noch nicht gemacht. So, also lassen wir es und machen das so, ne? Und ja, alles gut soweit. So, dann gehen wir auch hier hin und können wir jetzt hier ja, von mir aus, ja, was können wir denn da machen? Setzen wir ihn ja mal da rein. Ich weiß nicht, wie das aussehen wird. Keine Ahnung. So. So. Können wir so machen. Mal schauen. So, dann gehen wir hier auf Verdoppeln. Und gehen dann hier, drehen den dann so um über Kopf. Ja. Und versuchen den dann von der Größe her. Ja, passt soweit so ungefähr, ne? So ungefähr. Wenn das Schwarze überlappt, macht er nichts. Solange, sage ich mal, das Bild jetzt nicht über die überlappt, ist alles gut. So. Okay. Okay. So, so lassen wir den jetzt, ne? Ja. Gehen hier auf rechteckige Auswahl, bestätigt. So. Dann gehen wir hier wieder auf Doppelklick. Dann gehen wir hier wieder, ne, machen die Farbe wieder hier rein. Wie ihr seht, man sieht gar nichts, ne? So. Natürlich, weil das jetzt schwarz ist, ne? Ist natürlich optimal. Okay, dann auf OK gehen, ne? Wie gesagt, ich hätte es auch so machen können, ne? Jetzt nochmal zur Demonstration. Aber wir haben es anders gemacht. Also ihr habt die zwei Varianten, ne? Nur wenn das anders macht, dann wird das Häkchen wieder, ne? Also den Regler hier meine ich, ne? Den Regler, wenn ihr das so, ihr seid am Bearbeiten. Wenn ihr fertig seid, dann bitte wieder zurückdrehen auf OK und gut ist. Okay. Den Hintergrund hier macht ihr wieder weg hier. Ein Häkchen weglassen. Dann wieder alles schließen, speichern. Ist klar, ne? Dann hier auch. Direct Draw Oberfläche DDS. Dann, was haben wir jetzt gemacht? Den 6er, ne? 6x2 Long haben wir gemacht. Genau. Gehen wir auf Speichern. Jawohl. Und ja, auf OK, zusammenfassen, Peng. Das wäre es jetzt. So, jetzt haben wir den 4x und den 6x2 Long haben wir gemacht. Ne? Okidoki. So, wir schließen das Ganze. So. So, wenn ihr das dann soweit fertig habt, generell mit dem Skin, so ist, wie euch das dann zusagt, ne? Dann geht ihr hin und den Ordner, so wie der ist, ne? So wie der Ordner ist. Also nichts rausnehmen, so wie der Ordner ist. Ne, geht auf Dokumente auf euer Spiel, ne? Logischerweise, ne? Das kennt ihr, glaube ich, ne? So, dann geht er auf Euro Truck Simulator, auf Mods hier und setzt den da rein. Das war's, das braucht ihr ja nicht, das ist ja nur so ein Infotext, ne? So, ja, so weit, so gut, Leute. Jetzt gehen wir ins Game und dann schauen wir mal, was draus geworden ist. Okay, wir sind jetzt im Game. Wir gehen jetzt in den Mod Manager rein. So, hier habt ihr jetzt euer Image, eure Image, also euren Mod. Ne? Hier könnt ihr im Nachhinein dann, wenn ihr jetzt euren Truck, euren Trailer, whatever ihr geskinnt habt, ne, könnt ihr dann auch bei paint.net, könnt ihr dann, ihr macht jetzt ein Bildchen von dem LKW, von dem Trailer oder was auch immer ihr da geskinnt habt, ne, und dann könnt ihr das dann hier so reinsetzen, wie ich hier. Bei meinen Sachen wie hier zum Beispiel, ne, habe ich das ja auch so reingesetzt, ne, und hier auch und hier, ne, sieht natürlich, sage ich jetzt mal, ein bisschen schicker aus, ne, also wer da drauf Wert legt, wer nicht, kann das so lassen, ne, okay. Die Größe ist da angegeben, 276.
mal 162. Aber auch dazu habe ich generell auch schon ein Tutorial gemacht, ne, vor längerer Zeit. Könnt ihr auch da gerne auch mal reinschauen, wie das alles so funktioniert für Mod Studio 2. Für Mod Studio 2, genau. Aber hierfür könnt ihr ja auch machen. Nur hier ist das alles ein bisschen vereinfacht, ne? Dargestellt und auch umsetzbar. So, dann gehen wir hier natürlich auf Spiel starten. So. Okay, so, jetzt gehen wir hier, sind wir beim Händler, LKW-Händler, gehen wir auf MAN, was so einen ja gemacht haben, auf Online kaufen natürlich. Dann gehen wir jetzt hier, was haben wir jetzt gemacht, diesen TGX Euro 6, ne? Klicken da drauf, das kennt ihr ja, denke ich mal, soweit alles. Und dann gehen wir hier, ja, hier beim Konfigurator, dann gehen wir hier hoch und auch hier. Wenn wir hier draufklicken, haben wir dann, was wir haben wollen. Und hier könnt ihr natürlich auch ein Bildchen reinsetzen oder einen Text, keine Ahnung, ne, wie das hier bei den anderen hier auch ist. Ne. Und dann müsst ihr nicht, könnt ihr machen. Ist auch sehr vereinfacht, könnt ihr, ne, das ist also ist kein großes Ding. Ne. Okay, ist mit 256 mal 64 dargestellt. So, hier ist jetzt das, was wir hier produziert haben, auf die Schnelle. So. Hier haben wir den Löwen als solches. Sehr gut. So, jetzt können wir hier nochmal, dass die ganzen Anbauteile hier nochmal dran machen. Ne? Wie ihr sehen könnt. Ja. Das wäre das. Ja, genau. Ne? Hier ist der Löwe. Hier ist das Logo, was wir vorne gemacht, reingesetzt haben. Hat ja soweit gepasst. Und oben auch, ne? Meine Inschrift, also mein Atze auf Achse. Wie gesagt, ihr könnt hier auch noch was reinsetzen. Das sind jetzt hier die Fender, die habe ich mit, hier, das sind die aus Kunststoff, so, und das, was ich sagte, in Lack habe ich ja schwarz genommen, wie ihr sehen könnt, da ist schwarz, und oben auch auf Lack habe ich auch schwarz, das ist ja das, was ich da angeklickt hatte, ne? So, dann haben wir hier die, ne? Die Sidekurz, einmal da. Und einmal auf der anderen Seite, ne? Ja, wie ich da gemacht habe. Jetzt gehen wir, nehmen wir eine 6x2 haben wir das ja. Und jetzt gehen wir auf, was war das? 6x4 war das, ne? 2 und 4, ja, das war das der hier, ne? Auch, genau. Dann gehen wir hier hin und ja, da ist der drin. Der Seite und auf der anderen Seite auch. Ne? Nicht vergessen, den zu drehen. Jetzt habe ich den Löwen hier reingemacht. Könnt ihr sehen, da ist er und da unten hatte ich ihn ja auch gemacht für die längere Variante, ne? Für Long. So, ich habe ja für die beiden jetzt das gemacht. So, jetzt geht er aber hin und wird jetzt für 8x4 nehmen hier, den großen, den langen. Ne? So, und da ich ja dafür nichts gemacht habe, kein, also kein Skin gemacht habe, noch niemals gar nichts, kommt das dann so raus. Ne? Also so wie das Template aussieht, so bescheiden, sage ich mal ganz nett, so kommt das dann auch hier raus. Also wenn macht ihr dann alle durch, den hättet ihr jetzt, den habe ich ja jetzt extra so gelassen, damit ihr es ja sieht, seht, wie das ist, ne? Wenn man nichts macht, den hätte er einfach nur in Schwarz machen können und dann wäre er auch in Schwarz rausgekommen. Es sei denn, ihr könnt ihn ja, ne, wenn er so geht, auch nicht. Ne, oder ihr lässt das dann so, wenn er den großen macht. Ne. Also ist jedem selbst überlassen. Ne. Entweder ihr macht dann alle durch, dann habt ihr dieses Problem nicht. Oder ihr habt dieses Problem. Genauso wie bei der Kabine. Ich habe ja diese große genommen, ne, deshalb ist ja alles so weit mitgekommen. Ne. So hätte ich jetzt die kleine gemacht, da ist nichts. Ne. Und bei der auch nicht. Ne. Logisch, ne, oder? So, gehen wir wieder hier auf unser Template hier. So, das sei nur dazu gesagt. Ne? Ihr macht dann entweder alle, dann bearbeitet ihr alles durch, weil jetzt nur, weil ich jetzt nur als das jetzt so gemacht habe. Oder ihr lässt es bleiben. So, jetzt haben wir hier die kurze Version. Wie gesagt, ich hole den nochmal hier rein hier. Den Sidekurz hier, das war ja der hier. Ne? Mit den MAN zum Beispiel. So. Und ne? Die mit Lack und oben auch mit Lack. So, das war das. Also kein allzu großes Ding, oder Leute? So,
Vorne hier auch, hier könnt ihr bearbeiten, hier könnt ihr die Fläche bearbeiten, noch wenn ihr wollt. Ne? Nur hier aufpassen, hier, dass ihr immer Ende ja nicht, dass ihr da reinkommt. Hier links oder rechts könnt ihr noch was machen. Ne? Aber das seht ihr ja, ne? Immer ein paar Mal üben, vielleicht. Wenn es nicht auf einen klappt, dann macht ihr das halt normal. Ist vielleicht manchmal ein bisschen ärgerlich, ja, aber man kommt ans Ziel. Also ist kein großes Ding, ne, denke ich mal, ne, oder? So, ist auch ganz nett geworden hier mit dem Löwen, ne? Finde ich. Hier könnt ihr das auch richtig schwarz machen. Ja, hier die Spiegel, genau, hatte ich ja auch in schwarz genommen. Also hier ist der Original, ne? Sieht der so aus. Jetzt haben wir gleich diese Fläche in schwarz, also in Lack. Ne? Seht ihr mal, so in schwarz hier. So. Das können wir natürlich auch in Lack machen, kommt natürlich auch in schwarz raus. Ne? Das passt sich natürlich immer der Grundfarbe an, ne? Hier, was ich jetzt hier angegeben habe. Hätte ich jetzt rot genommen für den LKW oder gelb, wäre das hier auch gelb rausgekommen. Ne? So. Okidoki. Ja, hier, das hier auch. Dasselbe Spielchen hier auch. Ne? Aber so sieht es natürlich ein bisschen besser aus. Ne? Gerade wenn man schwarz hat. So. So. Soweit, so gut, liebe Leute. Aber ich werde da jetzt nochmal. Dann können wir das alles dann finalisieren. Wir gehen jetzt nochmal raus. Jetzt hier. Ihr seht ja, das hat ja soweit geklappt. Ich mache jetzt mal einfach nur mal so jetzt ein Bildchen von dem ganzen hier. Und wir werden jetzt auf die Schnelle, sage ich jetzt mal, damit ihr seht, da ist wirklich nicht viel dran, also nicht viel dabei, jetzt dieses Icon zu machen. Ne? Wenn wir jetzt hier so, stellen wir den so ein bisschen Position, so, gehen hier, so, jetzt haben wir ein Bildchen gemacht, jetzt gehe ich aus dem Game raus, jetzt machen wir in JPEG ein Icon und auch hierfür, ne? Hier, für den. Hier ein Icon hierfür und ein Icon für vorne, für den Mod Manager. Und dann könnt ihr sehen, wie einfach das geht. Ne? Ihr müsst euch nur an die Größe hier halten, dann ist alles Taco. Okidoki, na dann, kurz nochmal wieder zurück. Okay, so, jetzt sind wir jetzt wieder aus dem Game raus. Jetzt gehe ich auf Dokumente. Ja, aus dem einfachen Grunde, weil wir brauchen ja den Mod. Jetzt gehe ich auf Euro Truck Simulator, auf Mod. Und das war der hier, das war ja der Ordner hier. Wo ist er denn? Hier war der Ordner, MAN TGX Euro 6. Klickt da mit Doppelklick drauf, so habe ich den Ordner jetzt wieder. Ne? Also kein großes Ding. Ne? Gehe dann hier auf, in diesem hier auf Mod Manager Image. Zuvor mache ich Folgendes, um den dann hinterher zu überschreiben. Ich gehe hin, so, gehe hier auf Umbenennen, gehe dann auf Kopieren, dass ich das Ganze hier kopiere, also den Namen. Ne? Um mehr geht es hier nicht. So, jetzt ist er kopiert. So, dann ist der Drops schon mal gelutscht. So, dann gehe ich jetzt hier, also mache ich das zumindest, gehe ich dann jetzt wieder hier auf mein Paint.net hier und ja, hole mir das Bild, was ich mir schon hier reingelegt hatte, gerade hier, ne, was wir gemacht haben. Da ist es, so, zack, ne, so im Groben. So, dann gehe ich hier auf Größe ändern, ne? So, und gebe hier ein, wie angegeben. Das war jetzt hier, steht glaube ich auch hier drin. Könnt ihr sehen, ne? Können wir da draufklicken, wisst ihr nicht die Größe, steht dabei 276 mal 162. Also gehen wieder rein und geben ein 276. Und hier auch rein in der Breite, in der Höhe mal 162. So, gehen auf OK. So, und schon habt ihr die Größe. Mehr ist das nicht. Ihr könnt auch gerne hier aber noch was reinschreiben. Ne? Könnt ihr auch machen. Ne? Also, wenn der jetzt zum Beispiel, wir lassen es, ich mache es trotzdem. Komm, wisst ihr dann, wie das so weit geht hier mit den ganzen. Machen wir ein bisschen kleiner hier. Zack, zack. Ist ja schnell gemacht. So, das ist glaube ich ein bisschen groß von der Schrift. Ja, gehen wir auf 12 oder so. Ja. Und schreibt da rein. Hier könnt ihr das dann hin und her bewegen. Ne? Wenn ihr da drauf gehalten habt mit der linken Maustaste. Und dann schreibt ihr dann jetzt hin. Jetzt habe ich jetzt schon hier
Die Farbe könnt ihr dann dementsprechend dann auch auswählen. So hier könnt ihr dann hier auswählen, ne, wie ihr wollt. Ja, M A N T G X Euro 6. Okay, so setzt ihr dann hier rein oder hier oben rein zum Beispiel. Ja, nur müsst ihr ja nicht. Ja, nur, dass es die Möglichkeiten habt ihr, ne, als solches. Ne, können wir auch jetzt hier, weiß ich nicht, ihr könnt auch in der Farbe nehmen oder in der Farbe nehmen oder in whatever für eine Farbe. In Gelb nehmen, so. Ne, können wir so machen. Hier könnt ihr dann die Größe, dann seht ihr gleich, dass die Größe sich auch ändert wieder. Zack, jetzt haben wir es wieder eine Spur weit größer. So, lassen wir es so. Ne. Nur zum Verständnis, ne? So, gehen dann hier hin, auf rechte Auswahl, ne, bestätigen. So, jetzt habt ihr das drin. Dann geht ihr hier auf X, auf Speichern. So, dann geht ihr hier auf, ne, auf JPEG natürlich. Ist JPEG, nicht auf DDS, sondern auf JPEG. So, dann habe ich das jetzt hier schon weggemacht. Dann müsst ihr hier dann jetzt wieder bei Dokumente reingehen. Eurotrag ist ja kein Problem. Geht ihr auf Mod, klickt ihr auf Mod, dann kommt ihr schon auf euren Ordner, ne? Und das ist euer Mod-Ordner. So. Und so ist er. Ich hätte ihn kopieren, ich habe ihn jetzt kopiert, aber hätte ich ja nicht machen brauchen. Stimmt, ich habe mir einfach nur angeklickt und somit habt ihr denselben Namen. Okay, könnt ihr auch so machen. Ich hätte noch, aber okay, so ist das. So geht das natürlich auch. So, kein Ding. Alles klar, dann klickt auf Speichern, dann überschreibt er das Ganze. So. So, das wäre so das Icon, was ihr vorne bei den Mods, beim Mod Manager habt. Ne? So, jetzt gehen wir ein, denn für den anderen. Da geht er hier auf Material, war das glaube ich, ja, auf UI, auf Accessory. Und hier ist das Icon. Ich klicke da mal drauf. So, hier ist das Icon. 256 mal 162 mal 64. Hier ist das schon vorgegeben. Also ist alles gut. Also jetzt so. Jetzt gehe ich hin zum Beispiel und mache das jetzt in Schwarz. Ne, so. Ja, einfach alles in Schwarz hier. Zack, 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 zack. So, jetzt gehe ich mit der Farbe hin. Sei es mit der Farbe. Und ja, gehe hier auf Schreiben, wieder auf Text. So. Und das ist ein bisschen zu groß, wieder mal. Gehe hier, ne, und gehe dann hier auf MAN, MAN, ne. Kann ich ein bisschen größer machen, kein Ding. So, MAN, so, leg den da rein, so, alles gut soweit. So, dann gehe ich wieder auf Text. So, mache hier unten dann den Rest TGX Euro 6. Nur als Beispiel, ne? Nicht N6, sondern ja, Euro 6. Aber zu viel. So. So. Nur als Beispiel, was habt ihr die Möglichkeiten, das so oder so zu machen, ne? So, okay. Ist jetzt nicht gerade sehr mittig, aber egal. Ihr könnt es ja dann, ne, auch anders machen. Okay. Ne, MAN, TGX, Euro 6. So, dann geht er hin, geht auf Speichern, hier auf OK und das Ding ist drin. Wenn ihr hier nochmal drauf geht, ne, hier könnt ihr gucken, ist drin. Ne, okidoki. Ja. Das wäre das. Jetzt gehen wir noch mal ins Spiel rein. Okay, jetzt sind wir wieder im Game. Jetzt gehen wir im Mod Manager wieder rein. So, und hier habt ihr das Icon, ne? Also jetzt der Mod, der ist automatisch dann da drin. Der war ja schon drin. Der hat sich nur das Bild, hat sich jetzt überschrieben, ne? Und jetzt haben wir es so, wie wir es haben wollten. Okidoki, liebe Leute. So, jetzt gehen wir hier wieder raus und jetzt gehen wir in den Konfigurator und dann können wir das andere Icon dann gleich sehen. Na dann.
Okay, so, jetzt sind wir hier beim LKW-Händler, gehen auf MAN, online kaufen natürlich. Dann gehen wir hier hin, TGX Euro 6 natürlich, gehen auf Ausführung ändern. Okay, gehen jetzt hier hin und tara, da ist er. Ne? Das ist jetzt euer Icon für den Mod. Wenn ihr da draufklickt, da habt ihr den. Ne? So. Ne, nur so als Beispiel, um nochmal, ja, ich weiß, ich wiederhole mich das ein oder andere Mal, Leute, das weiß ich selber, ich mache es ja nur, damit es auch ein bisschen dann das Ganze so hängen bleibt und ja, wie gesagt, ist kein großes Ding, die Icons zu erstellen, habt ihr gesehen, wie schnell das geht, ne? Und könnt ihr alles individuell gestalten, wie ihr so mögt alle, ne? Okidoki. Ja, dann, hoffe ich mal, ich konnte euch auch jetzt mit dem zweiten Teil, sage ich jetzt mal, von diesem Tutorial jetzt ein bisschen weiterhelfen. Jetzt diesmal mit dem LKW oder Truck, ist egal. Beim American Truck Simulator läuft dasselbe Spielchen, ist alles dasselbe. Ne? Natürlich wie hier im Euro Truck, ne? Wenn ihr natürlich einen Mercedes macht oder einen Scania, ne? Von den Kabinen ist natürlich anders. Ne? Aber grundsätzlich so vom Prinzip aus seht ihr ja, ne, wie das so. Es funktioniert, ne? Es ist kein großes Ding. Ich finde es, wie gesagt, einfacher umzusetzen, das Ganze, den ganzen Skin, meines Erachtens, als beim Mod Studio 2. Aber okay. Was nicht heißt, dass Mod Studio 2 nicht gut ist, ist auch okay. Also finde ich, komme ich auch gut, also auch kein Problem damit. Und ja, nur hier könnt ihr noch zusätzlich verschiedene Mods noch bearbeiten, also mit Skins bearbeiten, was ja vielleicht so der eine oder andere so nicht kann, ne? Die kann man natürlich auch so bearbeiten, aber so auf die einfache Art und Weise ist das, was ich meine. Ne? Okidoki. Dann, ja, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch dem Ganzen hier ein Stück weit weiterbringen. Und ja, wünsche euch viel Spaß beim Skin. Schaut euch das vielleicht, das Video oder das Tutorial vielleicht einmal oder zweimal oder dreimal an, bevor ihr loslegt. Und dann habt ihr das dann alles ein bisschen besser im Kopf, im Griff, whatever. Und ja, wer das noch nicht gemacht hat, dann, also der direkt jetzt das zweite jetzt Video sieht hier von diesem Paintjob-Packer, dann vielleicht erstmal das erste reinschauen, obwohl er mit dem auch sofort hier reinkommt, bin ich der Meinung. Aber okay, könnt ihr halten, wie ihr wollt, aber es sind jetzt zwei Tutorials draußen für den Paintjob-Packer und ja, sollte eigentlich insofern verständlich sein und umsetzbar sein. Okidoki, in diesem Sinne, Leute, bleibt gesund. Hasta la vista und bis zum nächsten Mal. Euer Atze Gaming. Ciao. -i.